Ich begrüße herzlich zuerst den Künstler des heutigen Abends. Es ist der Helmut Hable, der da bei mir steht. Bravo! Lass uns überraschen, was draußen dann noch kommt. Ich freue mich, dass unser Herr Bauer in unserer Mitte ist. Danke fürs Dabeisein und danke auch fürs Ankündigen. Vom Chaos zur Ordnung, eine Kunstaktion der Artgenossenschaft Straden, Obmann Karl Lenz, ausgeführt von Helmut Hable. Du hast da in dieser Gegend einmal angesiedelt vor einigen Jahren, hast da ein Atelierhaus gebaut. Was bezweckst du mit dieser Aktion heute? Ja, ich muss einmal dazu sagen, dass man davor eine Zustimmung von der Artgenossenschaft gebraucht hat, dass ich hier überhaupt zu Ostern dieses wunderbare Objekt bespielen darf. Eine wichtige Zustimmung war vom Pfarrer, glaube ich. Und natürlich, aber der erste Vorschlag ist von der Artgenossenschaft, insbesondere vom Schnurr gekommen, und dann hat man auch der Herr Pfarrer meine Idee, die ich hier verwirklicht habe, akzeptiert, und damit ist eigentlich das Ganze begonnen. Was hast du da umgesetzt? Ja, also es war so, dass ich was Ähnliches ja schon vor vielen Jahren, vor 10 Jahren in der Hofburg in Innsbruck gemacht habe, nämlich vom Chaos zum Licht. Das ist also im Alten Testament, und das war so ein bisschen die Vision, dass die da herein einfach super passen. Und damit habe ich das vorgestellt, das ist akzeptiert worden, und dann habe ich daran gearbeitet. Monate hart daran gearbeitet. 3 Bahnen. Wie viel Quadratmeter hast du da überhaupt? 8x8 ist 64. 64 Quadratmeter. Also seitlich das Chaos, in der Mitte die Ordnung. Die Ordnung, richtig, ja. Passt auch super zu Ostern, muss man dazu sagen, weil an und für sich werden zu Ostern ja die Altare zugehängt.
Naja, das war dann auch ein Gespräch mit dem Anton. Er hat mir gesagt, er muss davon ausgehen, dass der Mittelteil aufgehoben werden kann. Und dann war meine Frage, ja, wenn er aufgehoben werden kann, kann er auch heruntergelassen werden? Und damit ist so ein bisschen diese ganze Inszenierung bei mir gedanklich entstanden. Das wir ja jetzt gesehen haben. Karl Lenz, du bist der Obmann der Artgenossenschaft. Seit wann gibt es denn diese Kunstgemeinschaft überhaupt? Ja, die Kunstaktion beziehungsweise die Artgenossen gibt es seit 2003 ungefähr. Damals haben wir begonnen, Künstlern irgendetwas, damals ein riesengroßes Kreuz in Steinsbestraden in die Hand zu geben. Und wir als Artgenossen haben unterstützt. Das heißt, wir sind die Schöpfer allen voran, natürlich der Dani. Wir helfen einfach, damit es auch wirklich funktioniert. Hier in der Florianikirche machen wir das zum dritten Mal heuer. Und wir hoffen, dass wir das also auch in den nächsten Jahren noch weiterführen können. Aber in diesem Jahr wird es noch einige Aktionen geben, glaube ich. Es wird noch einige geben, es hat schon was gegeben, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen weiter wandern, raus aus Strahn ein bisschen in die große Welt, sprich einmal nach Feldbach oder werden wir sehen, wo sich Orte bereit erklären, uns aufzunehmen und unsere Kunstaktionen auch auszuhalten. Anton Schnurrer, du bist zum Lichtkünstler dieser Region geworden. Was hast du da für einen Beitrag geleistet? Mein Beitrag war diesmal eher die Scharfstellung des Projektes, das heißt, ich habe die schwierigste Aufgabe gehabt. Bühnentechnik, ohne Motoren, sondern nur mit der Hand beispielsweise. Low Budget nennt man das dann. Und das ist natürlich dann die Sorge, dass das reibungslos funktioniert. Das ist ja nicht so einfach zum Runterlassen gewesen, soweit ich gehört habe. Nein, wir haben das mit dem Altar hinten alles verspannt, ohne ihn zu beschädigen natürlich. Aber wir haben das mit Stoppuhr und mit händischen Runterlassen haben wir uns abgestimmt mit der Musik. Und Lichtkunst bedeutet auch, dass das Licht irgendwann kommen muss. Und wenn der Regler nicht funktioniert oder der Musiker am falschen Regler gedreht hätte, dann hätte man kein Licht gehabt. Also ist die Anspannung bei mir bis zum Schluss geblieben. Dazu muss man sagen, dass es auch eine eigene Komposition gegeben hat von Peter Lenz, der heute leider nicht anwesend sein konnte und die ist heute da uraufgeführt worden. Dann haben wir noch einen Künstler da, der hat zu dieser Arbeit eine Grafikserie angefertigt. Ja. Wie viele Arbeiten hast du da gemacht? Ich habe 8 Arbeiten gemacht in einer Aquatintertechnik. Und ich wurde angeregt dazu von Helmut Hable. Wir hatten ihn im Sommer besucht, im August, und da hat er gesagt, er macht dieses Altarbild und ob ich bereit wäre, hier für einen sozialen Zweck auch einige Radierungen anzufertigen. Das habe ich über den Winter über gemacht, habe das in verschiedenen Techniken ausgeführt, habe dann anschließend teilweise Ausschnitte in die Radierungen mit reingemacht, um dann anschließend noch mehr Helligkeiten zu sorgen, um auch auf dieses Thema vom Chaos zum Licht beziehungsweise zur Ordnung, um dieses Ganze dann anschließend auch wie entsprechend auszuführen. Obmann zeigt da gerade eine Arbeit her. Das hier ist eine Aquatinder-Arbeit, die ich sehr zerrissen gemacht hatte. Es ist eine Vorplatte unten drunter. Vorplatte heißt also, ich habe Farbe auf eine leere Platte aufgebracht, habe das wieder ausgerieben, um nur einen kleinen Farbschimmer hier mit reinzubekommen. Und Sie sehen, es ist eigentlich ganz gut geworden. Sie sehen auch die einzelnen Stufen der Ätzung, um die Dunkelheiten zu erzeugen. Und hier in der Mitte wurde natürlich auch etwas mit einer Kaltnadel gearbeitet, um einfach diese Explosion nach außen darzustellen. Dann haben wir noch den Bürgermeister, neuer Bürgermeister in Straden. Du hast diese Aktion sehr unterstützt. Ja, Ostern in Straden ist durch die Artgenossen eine Bereicherung und heuer ist der Künstler, der Helmut Hable, der sein Werk zeigt und inspiriert und es soll die Leute auch herbringen und die Besucher begeistern und auf Ostern hinführen, also in das Licht. Ja.
Aber für Strahlen ist die Artgenossenschaft schon eine Bereicherung, oder? Auf jeden Fall. Also Kunst und Kultur in Straden wird hochgeschrieben. Und also Kunst hat viele Facetten, darf vieles zeigen und vieles ausdrücken. Und das ist auch wichtig für die ganze Gesellschaft und auch in Straden. Dann haben wir noch einer der wichtigsten Personen, weil du stellst den Raum zur Verfügung. Das ist ja nicht so einfach. Du entwickelst dich immer mehr. Ich kenne dich ja vom ersten Tag an, wie du nach Straden gekommen bist. Du entwickelst dich immer mehr zu so einer Art Kunstpfarrer. Naja, wenn man in Straden hier mit den Artgenossen in der Florianikirche zu tun hat, dann ist das eine wunderbare Ergänzung, weil man ja nicht zu irgendeinem Thema arbeitet, sondern Kunst und Kirche waren schon über Jahrhunderte immer verwandt im Grunde. Das zum Ausdruck zu bringen, was wir in der Fastenzeit hin auf Ostern machen, feiern, tun, mit einem Kunstobjekt, das ist eine Ergänzung, wo man sich selber dann viele Gedanken macht und darüber bin ich froh. Sind die Leute einverstanden? Es gibt ja doch, das ist ja doch abstrakte Kunst, oder gibt es da Kritiker? Bisher habe ich noch nichts gehört. Abstrakte Kunst, die eben das zum Ausdruck bringt, was man sonst nicht ausdrücken kann. Ja, Inneres, Unsichtbares wird nach außen zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, wenn man das so ein Stück weit erklärt und auch im Fahrblatt das Ganze beschreibt, dann ist schon auch Verständnis da. Vor allem so ein Bild wirkt ja vom ersten Eindruck an sehr positiv, finde ich. Also. Und wie ist das jetzt zugänglich, wenn jetzt jemand nach Straden fährt und das sehen will? Und wie lang? Genau, also von jetzt Aschermittwoch, von heute bis zum 7. April, das ist also der Sonntag nach Ostern, eine lange Zeit von praktisch Woche für Woche, jeden Tag von 8 bis 19 Uhr ist geöffnet. Und jetzt noch zur Kunstaktion, was wir zuvor schon besprochen haben mit dem Künstler. Genau, also hier wird diese Kunstaktion sozial geerdet. Dankenswerterweise wurden hier von den Künstlern Radierungen zur Verfügung gestellt, gratis. Der Erlös, wenn man es kauft, um 50 Euro, das ist sehr günstig, solche Kunstwerke, genau zu diesem Thema vom Chaos zur Ordnung, dann kommt es der Pfarrcaritas zugute. Es kommen immer wieder Menschen im Vertraulichen zu mir und bitten um Unterstützung, weil es ihnen gerade in diesen Monaten sehr schlecht zum Beispiel geht. Und da versuchen wir im Kleinen etwas zu unterstützen. Und der Erlös kommt uns zugute, der Pfarre Straden, den Bewohnerinnen und Bewohnern, die in Not sind, im Rahmen der Pfarrcaritas. Und da sage ich einfach Danke und vergelt's Gott. Da bleibt nur mehr zu sagen, wie der Pfarrer schon gesagt hat, die Ausstellung ist ja sehr lang noch zu sehen, dass auch noch viele Besucher hierher kommen.